So, liebe Leute, wir gucken uns jetzt hier mal den Masten an. In der letzten Folge haben wir uns hier den Shop und ein paar Häuser vorgenommen. Und jetzt klettern wir auf den Masten, haben auch gemerkt, es gibt ein paar andere Überlebende hier noch, die von unserer guten Kollegin da gefunden wurden. So, und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, was hier so los ist. Schauen wir uns mal hier so die Punkte an. Gibt es irgendwie... Hey, what's that? Looks like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Das ist eine Zombie-Horde. Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people. And it looks like no one's broken in. Mhm. That's a good idea. Okay. Da werde ich wohl... I'm picking something up. Seems like you folks know what you're doing. What would you say to us joining forces? You might want to go check it out. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Mm-hmm. Alan? Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. There we go. Ja, wie viel es hier zu entdecken gibt, ist ja unglaublich. Got a horde on the move. Oh. Wie hat er das denn gesehen? Das habe ich nicht mal gesehen. Is inhabited. Aha, neue Nachbarn. I see some place worth a scavenging run. Potenzielle Basis, okay. Waffenladen ist natürlich auch extrem gut. Dass sie das nicht von alleine mal gemacht haben, hier ist so ein bisschen... Naja gut, bleibt mehr Arbeit für mich, um mich hier ein bisschen wichtig zu machen, ein bisschen hier zu, wie sagt man, profilieren. Damit ich natürlich auch von denen hier super respektiert werde und so. Das ist schon wichtig. Die Tierklinik, ja, das, was er sagt, ist richtig. Die Tiermedizin unterscheidet sich ja nur marginal von der Menschenmedizin. Das heißt also, ein Besuch bei der Tierklinik wäre durchaus vernünftig. Jetzt nehmen wir hier nochmal da hinten... Oh, eine Gefriertruhe. Die könnten wir auch nochmal auseinandernehmen. Da gibt es vielleicht noch ein paar Essen. Essensgeschichten. Da hinten sehe ich jetzt noch einen Schrank. Einfach mal alles auseinandernehmen. Oh, Lebensmittel. Sehr gut, da packe ich meinen Rucksack. Jetzt weiß ich gerade nicht, da kam gerade die Meldung. Potenzielles Zuhause. Ah, da kommen wir aufs Dach auch noch. Ob man jetzt da umziehen kann oder ob ich mir da jetzt noch was einrichten kann. Oder wie das ist. Selbstgemachter Schalldämpfer. Gut, ich nehme den Wecker mal mit, weil das bringt mir ja Punkte bei denen. Von dem her wäre das, glaube ich, schon ganz interessant, wenn ich hier mir so ein paar Sachen freischalten könnte. Und es gibt auch Erfahrungspunkte, so wie ich das sehe. So, Lebensmittel, das nehmen wir mal alles mit. Noch haben wir ja Platz, das ist ja das Coole daran. Noch habe ich Platz. Darum sollte ich das auch nutzen und möglichst noch hier was mitnehmen. Da vorne kommt schon der erste Zombie mir entgegen. Was ist denn los hier? Wieso ruckelt denn das gerade so? Also, wie gesagt, die Engine hat hier irgendwie noch einige Probleme. Das ist echt merkwürdig. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich jetzt hier hinterkomme. So. Give me a favor and don't come driving up like a dumbass. What Alan's trying to say is cars make noise. Zeds like noise. Plus, they don't exactly go on trees and we only got so much fuel to keep them running. So we gotta be careful about when we use them. Naja, also hier stehen so viele Autos rum und sie beschwert sich, dass wir keinen Sprit haben. Also was hier an Autos rumsteht, ist ja wirklich total... Ist ja unglaublich. Gut, also die eine Horde hätte ich dann schon mal erledigt. Ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen. Behaupte ich jetzt mal. Also denke ich mal, das war schon mal eine gute Tat für den Tag. Und ich kann ohne weiteres in die Kirche zurückkehren und mal meinen schweren Rucksack ablegen. Aber was ist denn nur los mit dem Spiel?
Das ist total unglaublich. Das läuft die ganze Zeit supermäßig, mega flüssig. Tut mir sehr leid, falls euch das gerade ein bisschen vom Sack geht. We'll crack open a cold one for you. Aber das ist echt irgendwas. Irgendwie haut Aufnahme und Engine da nicht so hin, wie sie sollte. Warum auch immer das so ist, weil bis jetzt ging es ja auch. Nicht wahr? There you go. Don't say I never gave you nothing. Aha. What you got? Ohne Rucksack läuft's also. Lol. Okay, was habe ich hier noch? Was kann ich noch? Könnte ich das nicht irgendwie benutzen? Anbringen? Was hat er jetzt gemacht damit? Hat das jetzt an meine Flinte oder was? Ist da ein Schalldämpfer dran? Wie sehe ich denn das? Sehe ich das überhaupt? Anscheinend nicht. Habe ich doch. Ich weiß jetzt nur leider nur nicht, ob ich mir einen dran gebaut habe, aber ich meine ja, weil da ist jetzt nur noch einer da. Naja, sieht so aus, als wäre er dran. Ja, ja. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So ein Schalldämpfer zu haben. So, ich wollte ja immer noch jetzt zur Tierklinik. Und vielleicht ist es besser, wenn ich die Autos da stehen lasse, wo sie sind, weil dann habe ich dort immer einen Fluchtwagen, den ich wahrscheinlich brauchen werde. Statt dass ich sie mir jetzt hier alle so zusammensammle und die alle auf einem Haufen stehen und ich dann hier in der Stadt keinen mehr habe. Ich glaube, dann wäre es besser, wenn ich die sozusagen immer parat und zur Verfügung habe. Gott, kann ich mir hier viele, viele Häuser noch angucken. Jetzt aber potenzielle Überlebende finden. Das, glaube ich, fände ich jetzt interessanter. Da hat er doch gesagt, da sieht ein Haus so aus, als wäre das bewohnt. Welches war das denn? War das das? Infektionsherd, das ist ein Kreischer. Nichts mehr da. Ah, da sind Fremde. Die könnte ich mal... Jetzt machen wir erstmal den Kreischer fertig. Weil ein Infektionsherd gilt es ja auszumerzen. Damit hier nicht mehr noch mehr sich verbreiten sozusagen oder angelockt werden von diesem Kreischer. Deswegen würde ich mich dem gern entledigen. So, wenn ich ihn sehe. Ah ja, sie kommen raus, okay. Das heißt für mich Autoattacke. Na, dann kommt schon. Dann kommt auch. Meins, Nummer 2. Genau. Und dann hebt mir nur noch den Kreischer auf. Den werde ich mir dann gleich noch vornehmen. Oh, das Auto qualmt schon. Ach komm, qualm von diesem paar Zombies. Ist das denn ernst? Das ist doch ein Offroad-Wagen. Der muss das was abkönnen, wenn er ab und zu mal ein Wild erwischt. Okay, da ist gerade der Zombie so schön durch die Scheibe gejumpt gekommen. Parkourmäßig astrein. Astreine Geschichte das. Na, dann komm mal runter da, Dicker. Damit du auch auf meiner... Was war denn das? Das war, glaube ich, der Kreischer. Der hat schon mal so angefangen. Ja, das ist er. Der ist das. Pass auf, den werden wir jetzt hier... Den werden wir jetzt hier schön dezimieren, den Herrn Kreischer. Gut. Okay, dann gehen wir da mal rein. Der Kreischer ist Geschichte. Oh, du auch? Nimm dies mit der Topfpfanne. Yeah. Da gibt's heute Gehirn. Allerdings nicht gebraten. Weil kein Strom, sondern einfach nur zermatscht. Also Rührhirn. Wie, ne? Rühr. Also, ihr versteht schon. Rühreier und so. Wenn man es erklären muss, ist es nicht mehr lustig, glaube ich. Aber egal.
Oha! Das ist ja ganz nice. Nice. Wobei, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleibe bei dem Gewehr. Wobei es da, glaube ich, etwas an Durchschlagskraft fehlt. Aber nicht zu vergessen, wir haben ja auch hier noch den Waffenladen. Was ist das? Eine Nachricht. Forster Gunderson. Zu unserem Bedauern können wir trotz Ihrer wiederholten Anfragen den Erwerb von halbkalibrigen Jagdgewehren durch das Forsthaus nicht genehmigen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass seit über 40 Jahren keine Bären mehr am Mount Tanner gesichtet wurden und großkalibrige Gewehre darüber hinaus nicht die geeignete Methode sind, um mit wilden Bären umzugehen. Ja, schade. Ich hätte nämlich gern ein paar großkalibrige Waffen. Vielleicht hat der Tanner ja im Forsthaus noch welche. Dass er sich die halt einfach trotzdem beschafft hat. Das wäre ja ganz interessant. Da müssten wir ja quasi nochmal einen Abstecher ans Forsthaus machen, wenn auch ich nicht weiß, wo sich dieses Forsthaus befindet. Ich glaube, den Wagen arbeiten wir jetzt auf, bis komplett zu Ende ist, oder? Bevor wir jetzt so halbe Autoleichen hier rumstehen haben. Ja, genau. Haut ruhig hinten gegen das Auto. Das ist überhaupt kein Problem. So. Oh, da hängen sie noch dran. Guckt euch das an, wie lustig. Was ist denn das? Das ist noch eine Garage hier. Da vorne steht auch noch was. Und jetzt wollten wir mal zu den Fremden hin. Zu den Fremden oder Freunden, man weiß es nicht. Mal gucken, wie die sich so benehmen. Das finde ich jetzt schon mal interessant. Dann muss ich mir gleich mal das Haus markieren. Das wäre dann dieses. Mal gucken, wie die so drauf sind. Ob die hier mit uns sich verbrüdern wollen oder eher nicht. Ich parke hier mal einfach. Oh, dem kann ich helfen, glaube ich. Dem kann ich helfen da drin. Hallo. Guten Tag, die Herren. Ich dachte, das wäre ein besetztes Haus. Voller netter Leute. Bam. Ja gut, dann gehe ich halt hier rein. Aha, was macht ihr da so? Das hat echt gut zu laufen für euch. Fuck, ey. Oh, ich sollte hier sterben. Ich sollte hier, glaube ich, schleunigst raus. Und vielleicht mich in mein Auto retten. Ich brauche einen Breather. Ja, ich brauche vor allem irgendwie, ich wäre fast gestorben. Jetzt machen wir dasselbe wie vorhin. Weil das ist ja alleine, es ist ja echt eine Zumutung, so ein Haus hier zu umkämpfen. Zumindest irgendwie ohne Schrotflinte oder so, oder ohne großkalibrige Waffe. Oder Kettensäge. Na, einer ist da noch drin. Aber gut. Einer soll mir jetzt auch egal sein. Na, Digga. Schon mal von der Putze, von dem Koch verprügelt worden. Nein, jetzt aber. Also, dann finden wir mal raus, wer jetzt hier noch überlebt und vor allem, wo jetzt hier noch jemand überlebt. Weil anscheinend muss das ja... Oder doch nicht? Ach so, das ist von... Das ist der Versorgungsspind von anderen. Kann ich denen jetzt was hier lassen? Oder... Ach so, ich könnte das jetzt zu meinem Haus machen, oder wie sehe ich das? Dann wohnt ja hier gar keiner mehr, oder... Vielleicht wird doch... Da steht auf jeden Fall ein Auto... Aber sonst, ich habe jedes Zimmer durchsucht. Das muss man ja erklären. Waren das jetzt wahrscheinlich die Besitzer hier, oder? Oder sind die halt gerade ausgeflogen, oder wie ist das? Achso, ja. Gut, dann komme ich doch mal demnächst wieder nach Hause.
wenn sie schon so nett darum bittet. Oh. Given any thought to our offer yet? Die Zombie-Horde noch schnell hier eliminieren. Was auch immer die unter einer Horde verstehen. Moment, wo ich habe ich mir jetzt verfahren? Oder, nein, da vorne links. Und dann hier rechts hoch. Und sie sagt, die Lage wird ganz schön brenzlig. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit meint. Um ehrlich zu sein. Oh, Entschuldigung. Da habe ich mein schönes Muscle Car jetzt hier ruiniert. So. Moment, hatte ich mir nicht einen Rucksack vollgepackt? Nee. Oder? Doch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte doch... Ach, das hat die Pistole verbraucht auch 22 oder was? Wo sollte ich denn jetzt hin? Oder meint sie mit den Medikamenten? God bless. Ich glaube fast, sie meint mit den Medikamenten, oder? Ah, okay. Dann soll ich mal den Plünderern nachgehen.